Ich komme ja schon. Ist ja gut, Schinken. Nicht so ungeduldig an der Tür warten. Wir sind ja schon, ja genau, komm mit. Wir gehen ja schon nach draußen. Ja, hier geht's rein. Ja, genau, das ist die Tür. Du musst sie nur noch treffen, mein Schweinchen. Du hast sie getroffen. Ach, das ist ja Wahnsinn. Okay, dann komm, dann gehen wir jetzt erstmal eine Runde spazieren. Ladies and Gentlemen, ahoi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft House. Yeah! Und Schinken möchte gerne mit mir spazieren gehen. Muss Schinken sogar, weil ich habe nämlich einen Kuchen gebacken und den bekommt Schinken erst, wenn wir eine Runde spazieren waren. Und gucken mal, da hinten ist sogar noch ein Schwein auf der Straße. Das will vielleicht auch was von dem Kuchen, aber wir geben dem nichts ab. Wir geben dem Schwein nichts ab. Was gucken Sie so komisch? Guck mal, der glotzt uns so an. Was will denn der, Sir? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ach so, Sie meinen, dass jemand mit dem Schwein spazieren geht? Naja, ich dachte mir, hey, ich muss ja nicht mehr mit dem Hund spazieren gehen. Ist ja langweilig. Ich gehe heute mal mit meinem Schwein spazieren. Da versteckt sich das andere Schwein. Möchtest du mitkommen? Bei uns gibt's Kuchen umsonst. Also, ich wohne da hinten. Du kannst gerne vorbeikommen. Okay, Schinken, ich glaube, das reicht auch schon mit dem Spazierengehen. Ich habe, warte mal, habe ich den Kuchen dann überhaupt? Habe ich den mit? Ja, hier, komm. Da ist er. Da ist er. Hol ihn dir. Ja, ja, ja. Schinken wird schon ganz nervös. Schinken sieht den Kuchen. Du kannst natürlich auch ein Stück Schinken haben, wenn du willst. Aber nein, ne, das magst du nicht. Ich mag auch kein Schinken essen. So, dann wollen wir mal. Warte mal, habe ich die... Wo habe ich... Oh nein. Doch, da ist die Leine. Okay, okay. Sie ist weg. Sie ist weg, Schinken. So, warte mal, hier. Und, da ist dein Kuchen. Schinken, hast du nicht zugehört? Oh mein Gott, Schinken, komm doch mit, komm doch mit. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Ich habe hier drin deinen Kuchen. Was macht dieses Schwein da gerade? Ich glaube, Schinken ist ein bisschen verwirrt, was ich gerade von Schinken möchte. So, ja, hier. Okay, und da ist der Kuchen, Schinken. So, wir machen hier zu und viel Spaß. Oder magst du keinen Kirschkuchen? Habe ich den falschen gebacken? Nein, oder? Oh Gott, ich glaube, ich habe den falschen Kuchen ge... Warte mal kurz, ich backe die später ein. Das sind Lia und Aiden. Ich bin später wieder da, Schinken, okay? Die mache ich hier einfach. Hey, was macht ihr denn hier? Alles klar, na? Wir sind auf dem Weg zum Hafen. Ich habe mir eine Insel gekauft und Lia möchte sie sehen. Echt jetzt? Du hast dir eine Insel gekauft? Nein. Willst du auch mitkommen? Ja, oder? Wenn Lia sogar mitkommt, dann würde ich auch gerne mitkommen eigentlich. Ja, von mir aus. Na dann, auf geht's. Darf ich nicht mal mehr Sachen packen? Oh Mann. Okay. Alles klar. Gut, Schinken ist gefüttert. Spaghetti sitzt im Garten. Ich denke, dann starten wir jetzt einfach mal durch. Eine Menge Luxusjachten, die heute hier schon wieder am Hafen rumliegen. Das ist der Wahnsinn, Leute. Wie können sich die Leute das denn immer leisten? Naja, okay. Aiden ist unterwegs. Lia läuft ihm hinterher. Ich frag mich, wie Aiden sich das leisten kann, sich so eine Yacht zu kaufen. Naja, ich bin gespannt, was er für ein Boot hat. Vielleicht ist es ja auch ein kleines Boot, aber vielleicht ist es auch ein sehr großes Boot. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Sind wir hier richtig? Noch weiter? Okay, noch weiter. No, okay, dann gehen wir noch weiter. Ist in Ordnung. Irgendwo wird er schon sein Boot haben. Nein. Du veräffst uns, oder? Aiden, das ist nicht dein Ernst. Da sind wir. Los, steigt ein. Das ist nicht dein Ernst. Du wolltest doch mit uns zu einer... Achso, du meinst das da. Okay, alles klar. Gut, hab verstanden. Er meint nicht das kleine Boot, er meint das große. Das war also nur ein... schlechter Scherz, ein Scherz. Okay, ich nehme mal das kleine Boot. Nein. Ich bin ins Wasser gefallen. Ich nehme das kleine Boot mal mit. Das können wir hier schön aufstellen. Das sieht ganz gut aus. Und ja, Lia. Dann wollen wir mal, oder? Alle anschnallen, Turbo an und wir fahren los. Oh, hi Lia. Aufstehen, Schlafmütze. Wir sind da. Oh, jetzt wirklich? Aiden ist schon vorgegangen. Ich bin noch ein wenig seekrank und ruhe mich lieber aus. Oh Mann, okay, wir sind da. Oh, Freunde, wir sind da. Wir sind da auf einer tropischen Insel. Ich bin so gespannt, wie es hier aussehen wird. Okay, Lia, ich bin bereit. Wir schauen uns mal um. Leute! Oh mein Gott. Da vorne steht Aiden. Was macht der da? Hat er sich da eine Bar hingebaut? Hey, alles klar bei dir? Was hast denn du hier gemacht? Das sieht ja cool aus. Hallo, was darf es für ein erfrischender Drink sein? Ich hätte gerne einen Stachelbeer-Smoothie, bitte. Wenn sowas da ist. Ist bestimmt nicht da, oder? Oder? Das sieht so aus. Oh mein Gott. Ich glaube,
Sehr gern. Hier ist dein Smoothie. Und es ist wirklich, es ist ein Sternfrucht-Smoothie, ey. Das ist Sternfrucht, nicht Stachelbeere. Ach, ist egal. Es ist ja so ähnlich. Freunde! Oh mein Gott, wir sind auf einer richtigen Insel. Ich hätte gedacht, dass du uns, naja, verhäffst. Aber das scheint wohl wirklich zu sein. Komm mit, ich möchte dir etwas zeigen. Jo, alles klar. Dann zeig mir mal. Ich möchte mich gerne mal umsehen auf deiner Insel. Sieht schon mal ganz interessant aus. Was haben wir hier? Weintrauben wachsen hier einfach auf dem Boden. Voll cool. Oh mein Gott. Wir haben Sternfrucht-Smoothie. Hier wachsen Weintrauben. Was ist das da hinten? Da ist noch eine zweite Insel oder was? Ich habe vor, ein Haus auf der Insel zu bauen, aber das Grundstück ist so verwildert. Ja, das sieht wirklich ganz schön verwildert aus. Da hast du recht. Hilfst du mir, es zu entwildern, dann können Lia und du mich hier so oft besuchen, wie ihr wollt. Warum kann Lia dir nicht helfen? Ja, die ist seekrank, ich weiß. Ja, klar, mache ich. Alles gut. Dann kümmer du dich um deine Bar und mix Smoothies und ich guck mir mal das Grundstück an. Ja, alles klar. Bis dann. Na gut, Freunde. So, er hat gesagt, wenn ich das jetzt hier mache, dann können wir, so oft wir wollen, auf diese tropische Insel fahren. Also, das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Dazu müssen wir nur dieses... Wer bist du denn? Da ist eine Schnecke, die heißt Sahne? Lol. Wer hat denn hier seine Schnecke vergessen? Die hat sogar einen Namen. Verrückt. Oder ist das Aidens Schnecke? Das kann nicht sein. Wir sind ja gerade erst gekommen. Naja, okay. Hier sitzt irgendwie eine Schnecke im Urwald. Wir brauchen nur irgendwas, um die Sachen abzubauen. Weil Koppel mit der Hand abbauen, Freunde, dauert, soweit ich weiß, nur eine halbe Minute. Und das bei den ganzen Cobwebs, die hier rumhängen, habe ich keine Lust drauf. Wir brauchen eine Schere. Da vorne ist ein Haus. Da ist so ein kleines Haus. Wir können da mal gucken, ob wir was finden. Oder wir müssen natürlich nach Eisen buddeln. Das können wir auch machen. Hey, cool, hier ist eine heiße Quelle. Oh, nicht schlecht. Wer auch immer hier auf der Insel mal gewohnt hat, das sieht ziemlich verlassen aus hier mittlerweile, hat echt einen guten Geschmack. Wo man hier, ne? Also von wem auch immer Aiden das abgekauft hat. Na gut. Wir müssen mal hier reinschauen, ob hier vielleicht eine Schere ist. Wir haben hier eine Axt. Ja, okay, können wir auch nehmen. Und eine Steinhacke, ja. Was ist da? Da ist ein bisschen Essen drin. Ich glaube, ich esse lieber Weintrauben und so. Und was haben wir hier vorne? Angeln. Eine Schere! Yeah! Wir haben eine Schere gefunden. Und rohen Tintenfisch und getrockneten Clownfisch. Und nein, danke. Ach, dann gehen wir mal nach oben schauen. Oh Gott, ein Skelett. Nein, 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 nein. Oh, oh, da war ein Skelett. Das ist scheinbar der, der hier auf der Insel gewohnt hat. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Okay, Leute, wir gucken mal. Oh, ich falle hier fast runter. Naja, alles gut. Wir haben es noch geschafft. Wir haben es überlebt. Wir müssen jetzt diese Sachen hier abbauen. Wie können wir das am effizientesten lösen? Ich würde sagen, als erstes bauen wir natürlich das Holz ab, weil dann despawnen von alleine, ja, die Blätter. Also, dann haben wir ja weniger Arbeit, wenn wir das direkt machen, würde ich mal so sagen. Genau, hier haben wir einen Baum schon mal abgebaut. Hier ist der zweite. Da müssen wir mal nach oben springen. Naja, okay, das hat fast geklappt. Es war fast, haben wir es geschafft. Ich weiß auch nicht. Es tut mir leid, Sahne. Schnecke. Hier geht's rauf, okay. Ich komme da irgendwie nicht hoch. So, das kann doch nicht wahr sein. Okay, dann baue ich das halt auch noch ab. Wenn ich so schlecht im Jump Run hier schon bin. So, dann bauen wir den zweiten Baum da auch noch ab. Da oben. Ist das eine Wolke da im Himmel? Da ist einfach eine Wolke im Himmel. Naja. So, aber auch nur eine komischerweise. Es ist kein wolkenloser Sommertag. Es hängt einfach eine Wolke am Himmel. Alles klar. Na gut. Wie lange wohnt diese Schnecke hier schon? Und wie lange leben Schnecken eigentlich? Ich weiß nicht, wie lange Schnecken leben. Keine Ahnung. Aber wir haben es gleich. So, okay. Wir haben alle Bäume. Außer den, der hier unten über dem, naja, der hier umgekippt ist halt. Aber den kriegen wir auch noch. So. Und wir haben die Bäume. Nice. Ich glaube, das wird jetzt hier von alleine respawnen, die ganzen Sachen. Ich glaube, das ist okay. Ich denke, Aiden kann jetzt hier bestimmt schon anfangen, sein Haus zu bauen. Oder was meint ihr? Ich glaube, das reicht so. Das reicht so, Freunde. Hier können wir, ich glaube, die Insel können wir so lassen. Wir haben das ganze Gestrüpp weggemacht. Das wird alles von alleine despawnen. Also brauche sich ja keine Sorgen machen. Hier ein bisschen Gras können wir noch wegmachen, sodass er hier ein bisschen mehr Platz hat. Und ein bisschen Natur ist natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, das passt so. Aber was ich noch nicht gesehen habe, Freunde, wo ich mich gerne nochmal umschauen möchte, oben in dem Haus lag nämlich eigentlich, da vorne sitzt Aiden noch, lag nämlich eigentlich sogar noch ein Buch. Ich habe mich da nicht getraut reinzuschauen, aber wenn wir jetzt mal unsere Angst vor dem Skelett da oben vergessen, können wir nochmal in das Buch hier reinschauen. Hallo, Sir oder Ma'am. Ich weiß es nicht genau. Ich kann das nicht erkennen an der Skelettform. Ich muss jetzt einmal in ihr privates Tagebuch gucken oder was auch immer das hier ist. Keine Ahnung. Diese verfluchte Insel.
Ich werde ihr niemals entkommen. Zum Glück konnte ich meinen Schatz noch ins Geheimversteck bringen, bevor ich sterbe. Aha, Sie haben also einen Schatz vergraben oder irgendwo sonst versteckt? Auf dieser Insel ist ein Schatz? Auf dieser Insel ist ein Schatz. Aber wo? Wo könnte hier ein Schatz sein? Das müsste man doch eigentlich markieren, wenn man ihn irgendwo vergräbt, oder? Wo würde ich einen Schatz verstecken, wenn ich hier... Wahrscheinlich da vorne, oder? Wahrscheinlich auf der Insel, wo Aiden sein Haus bauen möchte. Gott, oh Gott. Warte mal, wo geht's denn da lang? Da geht's rein, seht ihr das? Da unten in die Höhle? Ich glaube, da geht's rein. Da ist eine Kiste. Oh mein Gott. Haben wir es gefunden? Da ist ein kleiner Creeper, ein Kuscheltier, so ein Creeper-Kuscheltier, oder? Was ist das? Voll süß. Hier ist eine... Ach du heilige Kanone, ist das viel TNT. Nein, wer hat das denn hier angeschleppt? 33 TNT. Alles klar. Wieso versteckt man 33 TNT in seinem Keller? Muss ich das verstehen? Oh nein. Da ist ein Creeper. Oder? Ja, da ist ein Creeper. Da ist eindeutig ein Creeper. Kommt der mit? Hat er mich gesehen? Er hat mich gesehen, er hat mich gesehen. Ganz schnell verschwinden. Oh mein Gott, da war ein Creeper. Oh nein, ich war mitten in der Höhle mit einem Creeper. Und vor allem mit 33 TNT im Inventar. Lia, da ist ein Creeper. Ein Creeper? Oh nein, das musst du Aiden erzählen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich erzähle einfach Aiden davon. Aiden, wo ist er denn? Hä? Hast du dich versteckt? Aiden, auf deiner Insel ist ein Creeper. Der ist nicht da. Wo ist... Dahin springt er rum. Okay, alles klar. Hey, wie läuft's bei dir so? Hast du gewusst, dass auf deiner Insel Creeper leben? Nein? Doch, tun sie aber. Und das hier habe ich übrigens gefunden. Das sind 33 TNT. Die waren unten in der Höhle. Die sollten wir schnellstmöglich vernichten, bevor der Creeper uns noch alle in die Luft sprengt. Ja, ich glaube, ich habe genug von dieser Insel gerade. Ich möchte mich tatsächlich auch langsam verabschieden. Ich bin dann mal weg, ne? Ey, was machst denn du da? Wieso placed er das TNT? Aiden, was machst du da? Leute? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht sein... Das kann nicht sein Ernst sein. Oh mein Gott. Was machst du denn da? Was sagst du? So, ein cooleres Haus habe ich noch nie besessen. Haha. Ja, das ist ein richtig cooles Haus, Aiden. Wirklich. Hier würde ich auch gerne wohnen. Da ist einfach eine Tür, die ergibt ja auch sehr viel Sinn. Und ja, wo fühlt man sich sicherer als in so einem Haus? Ich weiß es nicht. Also, okay. Hier drin lässt es sich leben. Bis dann, Schnarchnase. Okay. Alles klar. Ja, viel Spaß in deinem Haus. Er bohrt noch weiter. Er bohrt noch weiter mit dem TNT. Leute, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Lia, ich glaube, wir werden diese Insel hier nicht noch einmal besuchen. Das ist, glaube ich, keine so gute Idee. Wollen wir einfach nach Hause fahren? Eigentlich könnten wir doch jetzt das Boot nehmen und wir könnten nach Hause fahren. Oder, Freunde, wollen wir das machen? Der Creeper. Da vorne ist der Creeper. Da ist der Creeper. Ah, ein Creeper, schreit sie. Nein. Nein, nein, nein. Was macht der da? Er läuft weiter? Er hat uns nicht gesehen. Nein. Nein, er läuft nicht zu Aiden, oder? Oh mein Gott. Nein! Oh oh. Ich glaube, das nimmt kein gutes Ende. Da ist er. Es explodiert! Oh mein Gott. Aiden? Aiden? Oh nein. Freunde? Oh, dir geht's gut. Was ist denn los mit dir, Bro? Alles klar. Du hast es überlebt. Ich glaub's ja nicht. Oh Mann, wie kommst du jetzt? Wow, das war wirklich cool. Ja, das war wirklich richtig cool. Oh nein, Freunde. Wir sind hier mit einem Verrückten auf der Insel gefangen. Freunde, das war's mit der heutigen Folge von Minecraft Haus. Ich glaube, wir machen uns jetzt schnell wieder zurück auf in unser Haus und lassen diese Creeper-Insel hinter uns. Das war wohl doch ein kleiner Fehlversuch. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen um 15 Uhr im nächsten Video. Bis dann, euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!